Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus. Ich begrüße euch zu einer kurzen Mod-Vorstellung und heute haben wir den Mercedes Antos 1840. Genau, die Hupe passt auf jeden Fall. Die hört sich richtig schön kernig an, aber jetzt fragt sich der ein oder andere, der das Video bis jetzt noch nie zu Ende geguckt hat, wo finde ich denn diesen LKW? Und wenn ich einen Mercedes-LKW habe, würde ich als erstes zum Mercedes gehen. Ja, ich muss das einfach mal so idiotensicher sagen, weil viele, die die Videos noch nicht kennen und ich ein Auto vorstelle, gucken sich das ja 2-3 Minuten nicht an. Und dann wissen sie nicht, wo das Auto zu finden ist. Aber wir haben einen Mercedes, also gehen wir zum Mercedes und da haben wir den Antos. Und ja, da werden wir nicht viel ändern können, weil dieses Fahrzeug, ja, so wie es hier ist, nicht großartig verändert werden kann oder der Mod-Hersteller möchte das nicht so. Aber eins muss ich sagen, dieser Mercedes, den wünsche ich mir im Hauptspiel. Warum? Der erinnert mich so ein bisschen an den ja, TGS von ja, MAN. Das sind, glaube ich, ja, nicht Brüder, aber irgendwo in der gleichen Klasse spielen sie. Gut, wir haben den 1840. Und dann dürften wir diesen V6 BlueTEC Motor wahrscheinlich reinmachen. Und wir könnten zwar bis auf ja, 508, also knapp 600 PS, aber da ändert sich das ja nicht. Und deswegen sollte man ja nicht irgendwas raufschreiben und dann irgendwie mehr PS, meistens ist ja umgedreht, dann hat man halt weniger PS, aber schreibt halt irgendwas rauf. Ich würde sagen, man nimmt trotzdem die 408 PS. Ihr könnt ja mal sagen, ob das wirklich so hinhaut. Hier steht zwar jetzt, dass der 1841. Aber wir haben keinen richtig 1840. Ne? Also das, vielleicht müssten wir den nehmen. Ich nehme aber trotzdem den hier und warten wir erstmal ab. So, was können wir noch machen? Wir haben zwei Getriebearten, ne? Mit Retarder, ohne Retarder und dann der Innenraum. Und da sieht man, da ist noch nicht hundertprozentig modelliert. Ne? Das wirkt alles noch nicht so ja, harmonisch. Wir kennen ja diesen LKW, den haben wir ja schon mal gesehen. Hier oben sieht es eigentlich schon sehr hübsch aus. Hier drinne, ja, gerade so aus der Fabrik rausgekommen. Und hier, da fehlt es noch ein bisschen an Feinschliff, muss ich sagen. Und die Stühle, da fehlt das auch noch. Und hier oben, das sieht auch noch nicht so hundertprozentig aus, wie man sich das vielleicht vorstellt. Auch das Lenkrad, vielleicht wird das alles noch bearbeitet. Also es, wie gesagt, ist noch eine frühe Phase. So, an Lackierung, ja, da gibt es noch nichts Richtiges, wo ich sage, aha, das ist eine Firmenlackierung und. Falls dann sowas kommt, könnte man durchaus mal ein Video machen. Aber wenn ich das hier alles angucke, das ist wundervoll. Ja, das sieht gut aus. Das sieht richtig hübsch aus. Hier von außen der LKW. Ist auf jeden Fall richtig toll, von innen auf jeden Fall noch nicht. Und jetzt schauen wir mal, was wir noch so alles ändern können. Und wie gesagt, es ist nicht viel. So, und da haben wir es. Wir können natürlich hier noch was ranmachen. Und einen fetten Aufschrift, schön in 3D gehalten. Die Schatten, die gefallen mir irgendwie nicht so, dass der so eine Schatten schlägt, komplett überall, so rundherum. Das finde ich nicht so toll, aber naja. So, hier könnten wir auch schon, ja, so ein komisches Schwarz-Grau, ja, aber wir machen so lieber Wagenfarbe und Reifen, ja, die Michelin-Reifen gehen. Aber man sieht schon, ne, macht man hier diese fetten Reifen rauf, sieht das doch ein bisschen, ja, irgendwie krass aus, ne. Der wirkt so breit, weil er hier so schmal hochgeht und dann aber die Radhäuser so ein bisschen nach außen gehen, wirkt das eben so richtig schön brutal. So, hier kann ich weiter nichts machen. Hier ein kleines ja, Sonnenschutz. Hier auch weiter nichts. Aber hier noch so eine Hütze. Für wen das auf jeden Fall wichtig ist, der kann das hier ranmachen. So, jetzt schauen wir nochmal hier. Das geht auch weiter nichts. Ne? Entweder man macht den Seitenspiegel ran oder nicht. Und hier drinne geht auch nichts zu ändern. So, also nicht viel. Aber wie gesagt, der LKW sieht so ganz hübsch aus. So, dann hören wir uns den mal an, wie er sich anhört. Ja, doch. Jetzt raus hier. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass ich mit denen am Sonntag eine kleine Tour mache. Hm, was denkt ihr?
So, da haben wir dieses Prachtstück. Also von außen sieht er ja wirklich hübsch aus. Ja, so die Details hier, der Motor. Klar, jetzt kann man da ein bisschen so durchgucken, aber so, dass man den Motor hier so sieht, ist schon nicht schlecht. Da habe ich schon andere Sachen gesehen. So, Blinker funktionieren auch. Gut, hier im Tage sieht man jetzt nicht so viel. Bisschen aufblendendes Licht, ja, es geht. Und jetzt machen wir mal den Motor an. Müde ist er auch. Hört sich eigentlich richtig gut an, ne? Nein, 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 nein. Hier kommt Maximus und der will einfach nicht anhalten, ne? So, das Licht könnte noch ein bisschen intensiver sein, obwohl er heute hell ist, aber trotzdem, wenn ich es aufblende, da ist nicht viel. Gut, fahren wir mal. Vom Sound her gefällt er mir gut. Ob das jetzt der Original-Sound ist oder wie auch immer. Er hört sich aber für mich gar nicht an. Vor allem die Hupe. Oh. Ist genial. Ja, ich soll mehr nach vorne gucken. Oh, ich habe den Controller noch eingeschlossen. So, ich fahre es jetzt natürlich nicht mit dem Lenkrad, sondern ganz einfach mit der Tastatur. Und hier kam das Navi so raus. Machen wir aus. Und dann klappt sich das zusammen. Machen das Mutterchen wieder an. Das ist auf jeden Fall richtig nice. Das ist schön. Ja, die Knöpfe könnten noch ein bisschen detaillierter sein. Ich denke mal, das wird alles noch ordentlich modelliert. Vielleicht kommt ja die Tage da noch was. Und ja, das soll es gewesen sein mit dieser kurzen Mod-Vorstellung von diesem wunderschönen, von außen schönen LKW. Und mit den Worten macht der Maximus einen Fisch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.